All right. Now, transition. So, here. So now we'll do this. Ready? Yep. Stand by. All right. Luck's horrible compared to Liku. Are you ready? Yep. Stand by. Yeah, nice. Well done. Yo, and he's like, I can dry fire, it works. It works. Hey, again, one more. One more. One more. Let's do it again. It's a 10:26. All right. Stand by. That rifle reload, though. Vier. Salut zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte mich nur kurz zu Wort melden und zwar möchte ich meinen tiefsten Respekt äußern gegenüber T-Rex. Arms ist eine absolute Koryphäe im Bereich Schießwesen, Taktik, Waffenkenntnisse, Munitionskenntnisse. Folgt dem Typen, die Beschreibung und das Originalvideo ist verlinkt bei mir unterhalb vom Video. Ja, was soll dieses Video? Nach den letzten Kursen und den letzten Videos von mir, Recoil Control, Trigger Control, wurde ich angeschrieben und das war nicht das erste Mal und die Leute haben gesagt, hey Stiebe, mach mal ein Video, so ähnlich wie T-Rex Arms oder Instructor Zero. Hey, du bist sicherlich gleich schnell und so, deine Qualitäten und Umgang, Waffenhandhaben und so, richtig krass und so. Und ich habe mich eigentlich immer gewehrt dagegen, weil ich finde so, ja, ist hier kein Contest auf YouTube und Tempo ist nicht alles und ich möchte nicht irgendwie den Namen von T-Rex Arms ausnutzen, dass die Leute das Gefühl haben, mach hier Clickbait, ich möchte, dass mein YouTube-Channel groß wird. Bitte versteht mich nicht falsch, ich lebe von Trainingsinstruktion, von der Sicherheitsbranche. Ich führe meine eigene Academy seit 10 Jahren. Ich liebe den Unterricht, ich liebe es, die Leute länger betreuen zu können. Und YouTube ist für mich nur noch eine Möglichkeit nebenbei, um den Inhalt und die Message, die wir verbreiten in Bern, auch vielleicht etwas weiter nach außen zu tragen als nur Ostermundigen oder Kanton Bern. Deshalb nehmt dieses Video entspannt.
Trotzdem, es war auch für mich interessant. Ich habe mich nicht lange vorbereitet. Ich habe gestern ein-, zweimal diesen Drill trainiert, heute das Video gemacht und ich bin zufrieden. Von der Zeit her bin ich zufrieden. Ich möchte es auch gar nicht hier groß miteinander vergleichen. Ich bin mir auch 100% sicher, dass T-Rex Arms, wenn er möchte oder wenn er den Fokus auf Tempo setzen würde, natürlich noch ein paar Hundertstel schneller wäre als im Video, welches ich euch zu Beginn gezeigt habe. Trotzdem, ja, natürlich, es gibt auch hier in der Schweiz ein paar Leute, die Waffen, Taktik und die Themen, die dazugehören, richtig gut im Griff haben. Und vielleicht kann es nicht schaden, wenn auch mal so ein kleiner YouTuber wie ich so ein Video veröffentlicht, damit die Leute sehen, hey, okay, gut, das gibt es auch hier nebenan. Nehme ich mal Kontakt auf oder schaue mir das Ganze an. Warum nicht? Trotzdem möchte ich euch jetzt noch kurz diesen Drill langsam zeigen. Ich möchte euch zeigen, wie ich das machen würde, wenn es hier um Operations geht, wenn das ein Bestandteil wäre von meinen Tactical Shooting Kursen im Bereich Langwaffe. Ich sage den Leuten immer, hört auf schnell zu trainieren, macht das Ganze langsam wie im Boxen oder in der Selbstverteidigung. Das Tempo kommt von alleine. Wenn ihr hier probiert, irgendwie eine gewisse Zeit zu erreichen, dann ist es auch nicht unbedingt realistisch. Ihr müsst die Waffen im Griff haben, dann kommt das Tempo von alleine und ihr müsst nicht immer der Schnellste sein. Okay? Waffenwechsel, okay? Was haben wir gemacht, respektive, wenn es jetzt nicht darum gehen würde, hier zum Spaß ein bisschen Tempo zu machen für ein YouTube-Video, dann unterrichten wir das wie folgt, oder ich würde ein YouTube-Video machen wie folgt. Nicht das Tempo ist im Fokus natürlich, aber die Leute, die finden es cool, wenn ihr schnell, zack, zack, der kann international mithalten und so gedünst. Würden wir das wie folgt unterrichten. Und zwar machen wir den Wechsel von der Langwaffe auf die Kurzwaffe. Und das sieht wie folgt aus. Ausgangslage war hier, ich muss schnell kontrollieren, ob man das sieht. Genau, perfekt. Ausgangslage war Low Ready. Natürlich könnt ihr das auch machen aus High Ready Position und dann die Waffe ins Ziel schieben. Aber jetzt im Video war das Low Ready Position. Im Hintergrund noch das Handy. Da kommen noch ein paar Jungs jetzt dann in den Schießkeller. Ignorieren wir gekonnt. So, Low Ready Position. Und dann auf Go nehme ich die Waffe nach oben. Bam! Und das ist ein Movement, welches ihr trainieren solltet. Dort könnt ihr Tempo rausholen, ob ihr es schafft, von Low Ready, bam, direkt, bam, auf dem Ziel zu sein und die Waffe immer genau richtig fixiert. Okay, Waffe kommt nach oben, bam, ein Schuss, Waffe sichern, dann Check vom Patronenlager, dann kommt die Waffe nach unten mit dem Sling, und zwar die Seite vom Patronenlager geht zum eigenen Körper. Ich drehe die Waffe nach rechts ab, greife gleichzeitig mit der rechten Hand meine Pistole, ziehe meine Pistole, schiebe meine Pistole ins Ziel, drücke ab. Waffencheck visuell beim Zurückziehen, neues Magazin ergreifen, Magazinwechsel. Magazin weg, dann bleibt die Pistole oben, ich greife die Langwaffe in der Mitte, okay, nehme die Langwaffe nach oben, habe hier kurze Zeit Pistole und Langwaffe in der Hand, holstere jetzt meine Pistole, greife um Pistolengriff Langwaffe, mache einen schnellen Magazinwechsel, Emergency Loading, das heißt Magazin greifen, altes Magazin weg, neues Magazin rein, Waffe entsichern, Waffe ins Ziel stoßen, abdrücken, Waffe sichern und das war's. Okay, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wie gesagt, nehmt's locker, nehmt's nicht allzu ernst. Ich wurde eigentlich praktisch gezwungen, mal so ein Video auf Tempo zu machen und die Leute haben sich gewünscht, hey Stiebe, du musst mal mit deinen Skills hier nach draußen, zeig mal, wie schnell du bist. Ich habe mich lange Zeit geweigert, aber ich hoffe, das passt für euch. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt und mehr Content wollt oder auch benachrichtigt werden wollt, abonniert den Kanal und wir sehen uns bald wieder. Ciao zusammen.